Wow, ist hier los? Achtung, Stau, 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 Stau! Auf meine Position, die ich gut mache! Sehr gut. Yes. Oh, richtig nice, Mike. Verdammte Axt, Alter. Richtig, richtig geil, Digga. Ist immer noch knapp, Mike. Na, ich bin raus. Oh, oh. Ach, Mann, ey. Ist wieder so knapp, ey. So, liebe Formel 1-Fans, wir befinden uns gerade in der Einführungsrunde. Es wurde sich gewünscht, dass sich die Fahrer- bzw. die Konstrukteursstände mal einblende. Das mache ich jetzt hier. Außerdem gibt es heute eine kleine Änderung, wie ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen. Genau, heute ist Dicky leider verhindert. Schöne Grüße gehen raus. Stattdessen ist Hauke, a.k.a. der Rollstuhlfahrer, an meiner Seite. Und wohl. So, und Chibi macht den Renningenieur, weil die anderen beiden heute leider verhindert sind. Hallo. Ja, wünscht uns Glück, liebe Leute. Ich sag mal so, 70% sind trocken, 30% sind Regen. Na egal, let's go. Ah, Jungs! Basti neben mir. Okay. Der pusht gerade gerne. Ja, wenn er sein RS rausballern möchte, kann er das gerne machen. Ja. Weil der ist schon unter 60. Ich konnte das per Lenkrad noch sehen. Oh. Unter 60. Autsch. Wow. Oh, Lukas, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Gott sei Dank, ey. Wow, ist hier los? Achtung, Stau, 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 Stau! Auf meine Position, die ich gut mache! Hast du unerlaubtes... Was machst du denn da? Ich musste links überholen, rechts. Unerlaubtes Überholmanöver, oder was? Nee, hab ich tatsächlich nicht bekommen. Oh Gott, Leute, ich hab's geahnt, dass sowas passiert. Aber ich ging ja anders, ich kam von hinten angeschossen. Ja, ja, Tibor hat gedreht und aus dem Kitty hat sich gedreht. Okay. Sagen wir mal so, Tibor hat nach vorne gefahren. Beim Getreten.
Mike, geh rechts vorbei. Jo, danke. Bleib schön dran, Hauke. Drück keine RS oder so, sondern spar schon. Kreuz kein DRS. Jo. Okay, René geht für die Softs. Das heißt, Troik macht sie wahrscheinlich nach. Neunte Runde. Wir haben einen Curry, der überholt wurde von Hoppe. Oh. Für ein paar Meter. Noch mit, oder? Oh Mann, ey! Die letzte Kurve ist, oder vorletzte Kurve ist echt bösartig. Ja, oder? Ey, fürchterlich. Du kommst immer ein Quersteher. Aber auch nach der anderen langen gerade, die Linkskurve. Ist auch. Ja. Vom anderen ersten Martin in wenigen Minuten regnet es. Anscheinend. Ich sehe Tropfen. Okay, copy. Sag Bescheid, wenn das DRS ausgeht oder so, dann geht die rein. Okay? Okay. Ab schon mal auswählen, Inter und so. Habe ich schon. Dann passt das. Gut. Okay. Hoppe geht rein. Noch nicht reingehen. Nein, hatte ich nicht vor. Aber Treu fährt rein. Ich frage mich, warum René auf Soft gegangen ist. Wegen den Regen. Vor dir kommt Hoppe raus. Der ja. Hat einen Flügelschaden gerade gekriegt. Und ist auf Inters. Mhm. Das ist jetzt belastend für ihn. Der ist durch der Berührung von Yo in der Wand reingequetscht. Ja, schade für Hoppe. Hoppe fällt wieder rein. Noch mal rein und Barso geht rein. Barazzo. Ist auf Inters. Geht auch auf Inters. Falsche Entscheidung. Viel zu früh, Jungs. Aha, der ist deaktiviert. Rein. So, René, das DRS kannst du haben. Der hat kein DRS. Aufpassen. Holla, die Waldfee. Hauke, Interminions auswählen und rein. Jo. So, raus. Reifen flackern, vollkommen normal. Du bist vor, René, sehr schön. 20-9. Ja. Wir gehen in die Wand gefahren, nichts passiert. René hat sich gedreht und ist auf der Strecke teleportiert. Ey, Mann, Platz 8. Das hätte ich. Oh, das Force Feedback wird stärker. Gewöhn dich schon mal dran. Ja. Ist, glaube ich, bei Regen vollkommen normal. So, Barazzo, 6,9 Sekunden entfernt. Mal gucken, was ich machen kann. Er hat auch so einen großen Abstand zu Maxi. Du könntest eventuell den catchen, wenn du den jetzt in der Rundenzeit jetzt überholst. Ah, Verwarnung 2. Ich hole auf jeden Fall auf, Chibi. Ja, sehr schön. Fast eine Sekunde gut gemacht. Sehr schön. Sag Bescheid, wie es mit Temperaturen ausfüllt wird.
Es könnte ja kurzzeitig für Red kommen. Ja. Also aktuell nicht mal ansatzweise. Okay. Copy. Vorne kommst du nicht weiter, Mike, aber hinter dir kommen jetzt zwei Leute angepaced. Ich sehe es gerade. René fährt rein. Zu früh. Ich habe gerade Marc gefragt und der sagte, Inter sind immer noch die beste Lösung. Alter. Ja, der setzt auf Vollwett. Ja, das andere wäre auch Quatsch. Was sagen die Reifentemps? Einen Moment. 70 und 68. Ja. 70 vorne, 68, also, 69 hinten. Ich frag Marc jetzt nochmal. Macht das? Frag jeden Sektor Marc ab. Ja. So, Wedge schon mal ausgewählt. Ja. Sie haben die gleiche Pace, sagt er. Dann rein. Rein. Versuch. Troik wird besser. Troik wird schon gut schneller. Hauke auch Wett machen und. Oh. Zack. Hey, mit den Fullies. Der Medien ist nicht mehr fahrbar, oder was? Fahr rein. Fahr rein. Ist besser. Weil du hast ja selbst gesagt, die Reifen sind jetzt schon bei 65 Reifentemperaturen. Ja, deswegen. Aber was, wenn ich jetzt draußen bleibe für die letzten 6 Runden? Das würde ich lassen. Vorsprung. Du verlierst massig an Zeit. Du schwimmst weg. Ja, deswegen. Geh rein, Hauke. Die anderen gehen auch rein. Ja, Hoppe zum Beispiel, der ist nicht reingegangen. Barrazzo auch nicht. Also entweder machen sie noch eine extra Runde, was ich wohl eher glaube, aber sie werden nicht durchfahren. Das werden sie nicht schaffen. Ja. Hier vorne sind auch noch nicht reingegangen. Das wird ein Gamble sein bei denen. Ihr wollt wahrscheinlich erst absolut sicher sein, dass es wirklich hart am Regnen ist. Barrazzo fährt rein. Ja. Ob er immer noch nicht? Was meinst du? Gambelt der? Also fährt er durch? Der fährt durch. Wie die vordere 5. Die 5 fahren auch durch. Vielleicht kriegst du Barrazzo. Er ist in Schlagdistanz. Ja. Ich darf den Maxi schon überholen, ne? Kannst Maxi überholen, wenn du keine großenartigen Kaputthalt mit Maxi machst. Also überhol den am besten halt in der Garten. Barrazzo macht einen Fehler. Gut, dass ich kein ERS gedrückt habe. Basti hat mich. Warte, bleib dran. René Basti fährt noch. René hat 3 Sekunden. Ja. Das wusste ich bisher noch nicht. René wird großartig keine Gefahr sein. Oh Jungs, was soll denn die Scheiße? Basti hat 3 Sekunden dazu auch geholt. Bleib dahinter. Die Frage ist, ob er sich die Arbeit erkennen kann. Dann versuch noch Basti zu überholen und dann kriegst du Renés Platz. Top 10 ist mir sicher. Ja, deswegen. Aber das reicht mir nicht. Barso hat 3 Sekunden. Oh.
René 3 Sekunden, Basti 3 Sekunden, Parazzo 3 Sekunden, ich keine 3 Sekunden. Bleib schön dran. Ich habe 5 Sekunden bekommen. Wegen Ignorieren der blauen Flagge. Okay, aber 10 Meter hinter mir. Du bist eine Maschine. Ja! Achter! Achter, Achter, Achter! 2000 Simper, René! Oh, das war das Knappeste, was ich seit langem mal hatte, ey. Oh, Mann. Oh. Let's go. Let's go, Mike. 2 fucking 1000, das sind 14 Zentimeter. Wir hätten den Gamble auch gemacht, yeah. Aber ich hatte Angst mit dir, deswegen habe ich mit dem Red Air gerechnet. Aber alles noch gut rausgeholt. Sehr schön. Yes! Bestes Saisonergebnis. Endlich in der Top 10. Finally. Mega schön gefahren. Mega, mega schön gefahren von dir. Sehr schön. Yes! So, liebe Leute, das war mein Rennen, wa? Ach du heilige Scheiße. Ich habe den 8. Platz nicht mehr für möglich gehalten. Aber erstmal speichern, weil da glaubt mir sowieso keiner. So, Corey gewinnt vor Alex und Joe. Hunzel auf Platz 4, Maxi auf der 5, Toni auf der 6, Hopp auf der 7. Der hat sogar gegambelt und ist auf Inter durchgefahren. Du Schlingel, du. So, meine Wenigkeit auf der 8, 2000stel vor René und Basti komplettiert die Top 10. Barazzo, Tibor, Troik, Lukas und Sasuke gehen mit Punkten nach Hause. Mein Ersatzfahrer, Mate auf der 16 und Knitti auf der 17. Ja, was soll ich sagen? Lasst mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentarsektion mal unten stehen. Ich bin total baff. Also, ich bin Miami ein oder zweimal bisher im Regen gefahren, aber das war echt geil. Das war echt geil. In diesem Sinne, liebe Leute, wir sehen uns dann bald wieder. Gerne den Kanal supporten. Ihr wisst ja wie. Like, Abo, was auch immer euch, beziehungsweise was euch lieber ist. Und dann sehen wir uns schon bald zu einem nächsten Video wieder, beziehungsweise nächste Woche. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.